Alright, schönen guten Tag, willkommen Mahlzeit zu Barbecue. Die Bullen werden ein wenig gegrillt, nachdem es gestern hier deutlich nach oben gegangen ist. Haben wir hier ein bisschen Katerstimmung heute. Bei der EZB, Christine Lagarde hat gesagt, die Eurozone, das Bruttoinlandsprodukt könnte 2020 um 12% einbrechen im Gesamtjahr. Und wir sind jetzt im SPX unter das 61,8er gefallen. Zeitweise wurde noch versucht, das zu halten. Das hat nicht geklappt. Insofern diese Marke möglicherweise nun ein Widerstand. Das saisonale Hoch wird gebildet im DAX, eigentlich im Schnitt der letzten 10 Jahre, am 3. Mai. Also am Sonntag, da morgen Feiertag ist, kann es auch sein, dass es heute ist oder am Montag. Also würde der Rücksetzer heute passen zu dem saisonalen Muster. Bisher stützte die Zyklik den DAX, jetzt zerrt sie am DAX. Es wird eine zähe Phase beginnen. 2.913. Jedenfalls ist hier ja gestern so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt gewesen für diese Kaufwelle, die sich nach oben entfaltet hat. Da ist jetzt ein bisschen eine Unterstützung, aber wir haben gleichzeitig im Stundenchart SPX nun auch ein 1, 2, 3, Top 2, 9, 47, 20. Da ist ein 1, 2, 3 Top entstanden, da müssen wir erst drüber. Ansonsten, schwierig. In der ganzen Phase, wenn wir uns hier den Chart anschauen, haben wir auch Rücksetzer gehabt im Stundenchart, zum Beispiel hier, Gegenbewegung und dann konnte dieses Niveau gekauft werden, was dazu führte, dass höhere Hochs kamen. Jetzt Rücksetzer und Niveau wurde nicht gekauft und jetzt haben wir hier dieses 1, 2, 3 Trendwendemuster. Beim Bitcoin setzen wir auf ein FIBO-Level zurück. 8665 könnte Unterstützung bieten. Vor allem, wenn im Stundenchart hier ein 1, 2, 3 Tief entsteht. Gold hat den letzten Abwärtsimpuls, das Tief dieses Abwärtsimpulses, bei 17,2121 bärisch getestet, prallt nach unten ab. 17,25 im Big Picture von dem Top vom 14. April konnte nicht erreicht werden, wird jetzt mit dieser Preisaction eher bestätigt. Rohöl WTI, Intraday heute 15,78, Impulsende von dieser Geschichte hier ist eine mögliche Unterstützung, die, wenn sie bei einem Test hält, eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bringen könnte. Ansonsten alternativ wäre ein Bruch dieser Marke. Wäre dann eine Reaktivierung dieses Abwärtsimpulses, des 1, 2, 3 Tops. Dann könnte es zu einer Abwärtsbewegung kommen, nochmal in Richtung der 14,12, dem Stundenchart. Ich befinde mich im Juni 2020, Forward CFD. Der Punkt 1 ist eines 1, 2, 3 Tiefs. Quartalszahlen gab es von Microsoft, Facebook, Tesla und Spotify, alle Aktien im Plus, aber nicht mehr so stark, wie sie es gestern auch börslich waren. Sowohl Facebook als auch Microsoft und Tesla haben federn lassen müssen. Und Twitter nach ein, zwei Minuten positiver Kursreaktion haben wir bei Twitter nach Quartalszahlen ebenfalls vorbörsliche Abgaben.
Im Stundenchart auch im Nasdaq passend zum SPX. Von heute Vormittag 1, 2, 3, Top 9074 ist da die Marke, die wir zurückerobern sollten. Morgen wird in den USA gehandelt. In Deutschland nicht. Wir haben also ein verlängertes Wochenende. Bitte auf das Kurslückenrisiko über das Wochenende achten. Mit CFDs hat man die Möglichkeit, gegen die Bezahlung einer Prämie einen garantierten Stop zu vereinbaren, um nicht böse Überraschungen dann zu haben, wenn wir nach dem verlängerten Wochenende am Montag dann aufmachen. Tesla, große Frage ist, die 788,44, kann sie gehalten werden? Ähnlich wie das hier der Fall war, ich zoome da nochmal hin. Wir haben hier einen 1, 2, 3 Top, nachdem wir 968 Dollar die Marke erreicht haben. Und hier war genau so eine Geschichte, wo wir dann die 788 gehalten haben. Und dann kam es hier zu einer Aufwärtsbewegung und durch das Plus heute bei Tesla dürfen wir genau in dieser Zone eröffnen und dann ist die Frage, kommt es hier zu einer Korrektur, zu einer Gegenbewegung oder gehen wir, ja, in welche Richtung werden wir hier laufen? Bei Twitter haben wir ein großes 1, 2, 3 Top, 55, 65, 1, 61, 8er Extension bei 24, 76 ist erreicht. Im Tageschart haben wir da ein 1, 2, 3 Top ausgebildet. Und je nachdem, wo wir eröffnen, könnten 25,86 und 24,76 Unterstützungen sein. 29,48 Widerstand. Facebook hat im Wochenkerzenchart über 172,45 den Boden bestätigt. 202,94 ist da die 61,8er Fibo-Extension, die heute ins Spiel kommen könnte. Und Microsoft, da wird es spannend. Sieht man vor allem im größeren Chart. Wir haben hier im Stundenchart ein 1, 2, 3 Top. Ausgebildet, die volle Bewegung nach unten gemacht und sind jetzt auf dem Weg zurück an den Punkt 1 aus dem 1, 2, 3 Top, 181,87. Ist da der Punkt 1, der, wenn er geknackt wird, eine Aufwärtsbewegung, Fortsetzung signalisieren könnte. Und wir bekommen von Amazon Quartalszahlen heute nachbörslich. Da habe ich auch einen Artikel veröffentlicht auf unserer Webseite. Link ist im YouTube-Chat. Was es zu beachten gilt, nachbörslich kommen auch Quartalszahlen von Apple. Da findet ihr auf CMC Markets in den cmcmarkets.de. In den Marktanalysen auch eine Analyse, einen Ausblick auf die Zahlen von Apple. Der Artikel, der ist da auch in dem Amazon-Artikel verlinkt. Wichtig,
Für alle, die heute Abend auch noch gedenken zu traden, nachbörslich nach 22 Uhr, wird Amazon Quartalszahlen melden. Amazon hat einen Anteil von 4,1% am SPX 500 und von 10,2% am Nasdaq 100 Cash CFD. Apple hat einen Anteil, die werden auch nach 22 Uhr Quartalszahlen veröffentlichen. Apple hat einen Anteil von 4,9% an der gesamten Marktkapitalisierung im US-SPX 500 Cash. Also hier 4,9% davon ist Apple und im Nasdaq 100. Also hier hat Apple einen Anteil von 11%. Also wird grob ein Fünftel des Nasdaq heute Abend nachbörslich Quartalszahlen bringen. Das ist schon eine Menge, je nachdem, in welche Richtung sich die Kurse entwickeln, wird man dann, also bei Amazon und bei Apple, wird man dann eben auch sehen, oder kann es dann auch zu Kursbewegungen im Nasdaq und im SPX selbst kommen. Bei Apple noch die Sondersituation, dass auch Apple im US 30 ist mit 7,9% Gewichtung. Also je nachdem, ob es da große Kursbewegungen nachbörslich dann gibt, kann es auch zu Kursschwankungen kommen in den Index-CFDs. Also da bitte drauf achten, auch wenn da noch ein bisschen Zeit ist bis dahin. HO schreibt 13 Kursalarme gleichzeitig, mein Ohr. Ja, das kenne ich, das Geräusch. Ja, nutzt Kursalarme, das ist ein guter Punkt. Warum die ganze Zeit davor sitzen und das Rumgezuckle von Kursen anschauen in Bereichen, wo man sowieso nicht handeln möchte? Warum nicht einfach Kursalarme einstellen? Und sich dann quasi wecken lassen oder kann er auch was anderes machen in der Zeit. Und dann hört man es oder bekommt es aufs Smartphone den Preisalarm geschickt. Man kann bei CMC Markets eben auch Preisalarme einstellen. Einfach in einem Chartfenster oben links klicken und dann neuer Preisalarm erstellen. In dem dann sich öffnenden Fenster unten links kann man einstellen, wie man die Preisalarme erhalten möchte. Und erhält die dann auch in Echtzeit. Und man kann hier bei neuer Preis einen Preisalarm einstellen, zum Beispiel 10.000. Kann sagen Ende bis 30. Mai. Kann auch nochmal einen Kommentar dazu setzen und dann den Chart schließen. Wenn man sagt, unter 10.000 interessiert mich Bitcoin nicht, dann braucht man denn auch nicht beobachten, spart einen Haufen Zeit. Also die Webseite earningswhispers.com gibt für Apple eine Uhrzeit
22.30 Uhr an, wann die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Und für Amazon 22 Uhr. Also 30 Minuten unter Versatz. 22 Uhr Amazon, 22.30 Uhr Apple. Amazon für sich betrachtet ist hier das 1, 2, 3. Wir sind bei der 2377 an der Fibo-Marke drüber, die 2786 ist die nächsthöhere. Der Chart befindet sich auch im Chartforum. Wer möchte, kann die vorbörsliche Spanne beachten und beobachten und in den 1-Minuten-Chart springen, um zu gucken, ob wir die vorbörsliche Spanne verlassen oder nicht. Bei Walt Disney haben wir ein 1, 2, 3 tief über 97,40. Preisalarme sparen Nerven. Wenn man davor sitzt, macht man einen Trade kaputt. Jawohl. Kenne ich auch. Wenn man einen laufenden Trade hat und dann am besten noch in den 10-Sekunden-Chart umschaltet und dann jeden einzelnen Tick, der gegen einen läuft, als den Beginn von einer Reise in Richtung des eigenen Stop-Loss interpretiert, schließt man Trades vermutlich zu schnell. Einen einmal gefassten Plan sollte man umsetzen. Und tatsächlich wird jeder zustimmen, dass man nicht an jeder Stelle im Chart irgendwelche Trades platzieren kann. Sondern es gibt bestimmte Unterstützung, bestimmte Widerstände, wie auch immer man die ermittelt und an denen macht es Sinn, aktiv zu werden. Alles dazwischen kann man im Internet surfen oder sonst was machen. Das ist alles Zeit, die man ja ansonsten dann verbringen würde mit Beobachten von etwas, wo man sowieso nicht handelt. Und manchmal kommt es dazu, dass man dann doch anfängt, dort auch noch was zu sehen und dann auch noch was zu machen, was man eigentlich nicht machen wollte. Also lieber Preisalarme weggucken. Wenn der Preisalarm dann aufscheint, dann muss man aber auch ready sein und muss wissen, was der Preisalarm bedeutet. Also eine Sache ist, was ich hier auch mache, Notizen hinzufügen. Also was soll das sofort? Ich kann, ohne dass ich das lese, weiß ich sofort, okay, hier unten ist bei der 1665 aus dem 1-2-3 Topf und hier oben eine Wendezone, da haben wir dann wieder ein 1-2-3 Tief ausgebildet. Ja, also Notizen, sodass man, wenn man einen Chart aufmacht und dann kann man das lesen und wird sofort informiert, was man sich da zuletzt gedacht hat, weil man vergisst so Sachen. Ich vergesse sie, vielleicht ihr nicht, aber ich vergesse so Sachen und weiß dann erstmal nicht, was soll ich mit dem Ding. Ich müsste dann wieder von vorne anfangen, mich reinzudenken, um das so plakativ wie möglich zu machen, einfach hinschreiben. Ja, dafür gibt es diese Textfunktion. Macht das Leben einfacher. Weil ihr wollt, wenn dann ein Preisalarm losgeht, nicht nochmal nachdenken, was wolltet ihr eigentlich machen, sondern ihr müsst dann einfach umsetzen, was ihr plant zu tun. Und nicht nochmal neu anfangen zu analysieren. Das ist ja davor schon passiert. Auf diese Art kamt ihr dann ja auf den Preisalarm selbst. Thank you.
Rainer Daxler schreibt, Plan ist gut, aber nicht stur dran festhalten. Jo. Wenn mein Plan short war und der Markt will aber nicht, dann kann ich da auf dem Markt short einprügeln, ganzen Tag lang. Das bringt nichts. Peter schreibt, Jochen hat entweder gelesen, was wir diskutiert haben, oder er ist sowieso dieser Meinung, 1a Einstiege. Ja. Auch ein Minutenchart, ja, das ist ja alles Zeitraffer. Wem das zu schnell ist, 15 Minuten Kerzen reichen auch. Oder Stundenkerzen. Nur versuche ich halt in der Kürze der Zeit von den Livestreams dann möglichst die Situation festzuhalten. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit hier so eine 4-Stunden-Kerze angucken würden, dann würde man ein Viertel von dem in morgens im Börsenbuffet bringen. Das ist halt ein bisschen, naja, nicht so wirklich spannend. Das darf man nie vergessen, wenn man da so schnell darüber geht. Ah ja, da ist das passiert und da ist da der Boden und da getestet und sonst wie. Das ist ja immer Zeit dazwischen. Das sind ja Stunden, Tage, Wochen, manchmal Monate, Jahre. Das darf man nicht vergessen. Und bis mal ein Markt dieses Niveau, das man haben wollte, erreichte, vergeht oft eine Ewigkeit. Und deswegen Preisalarme ist wie so eine Zeitmaschine. Ja, vielleicht überspanne ich den Bogen jetzt auch, was die Metaphern angeht, aber ich kann nicht immer alles beobachten. Und das Schlimmste ist ja, wenn man Sachen, die man auf jeden Fall gemacht hätte, wenn man die verpasst und nicht gesehen hat. Das ist ärgerlich. Jedenfalls haben wir jetzt hier aus der vorbörslichen Spanne Signallinie unterschritten, die Signallinie. Und haben jetzt das auch im Nasdaq. Also insofern ist hier weiterer Abgabedruck. Walt Disney minus 3,9%. 5-Minuten-Chart hier wieder unter die Fibo-Marke drunter, die jetzt ein möglicher Widerstand nach oben sein kann. Tesla über 850 plus 6,7%. Twitter minus 3,9%. Ich habe ein bisschen nach oben gekauft. Und Facebook, die 202,94 unter sich, punktgenau getestet. Microsoft, die 61,8er, punktgenau getestet, 176,42. Na, und da sind Käufer reingekommen. Ab jetzt kann man darauf achten, jetzt weiß ich auch, warum das die ganze Zeit nicht passt. Ich habe hier das falsche Werkzeug benutzt. So ist richtig. Also,
Gut, also darauf achten, bleiben wir unter der vorbörslichen Spanne und bekommen wir jetzt in einer kleineren Zeitebene ein 1, 2, 3 Top. Dann kann man das Hoch dieses Tops, was jetzt, wenn wir jetzt auf ein tieferes Tief gehen würden, kann man als Validierungslinie nehmen für Trendbewegung abwärts. Ansonsten könnte eine Seitwärtsbewegung oder eine neue Kaufwelle kommen, potenziell. Eine Kaufwelle dann wieder bestätigenden Ausbruch nach oben abwarten, fortfolgend. Aber jetzt ein Rutsch hier drunter wäre dann genau das 1, 2, 3. Ja, wird abgewendet. Sollte ein bisschen was an Verkaufsinteresse kommen darunter. Sonst ist es nicht aktiviert. Und das Gegenteil gilt, bullischer Druckaufbau potenziell Richtung neuer Hochs. Das ist so ein bisschen der Standardauftakt in den letzten Tagen, wie beim Schach. Standarderöffnung, erstmal nach unten rauslaufen und dann gucken, ob wir uns dann, wenn es drauf ankommt, stabilisieren. Und das ist jetzt genau der Fall. Jetzt kommt es drauf an, bekommen wir ein tieferes Tief. Oder ein 1, 2, 3. Oder hebeln wir das aus. Ja. Jetzt kann man hier von hier aus nochmal gucken, ob es ein 1, 2, 3 gibt. Und wenn wir hier jetzt nachhaltig drüber gehen unter das vorbörsliche Tief, kann man dann umschalten in 1-Minuten-Chart, um zu gucken, ob wir ein 1, 2, 3 im 1-Minuten-Chart bekommen, was hier der Nasdaq schon versucht. 1, 2, 3. SPX hat schon eins gebastelt. 1, 2, 3. Und damit dann die Möglichkeit, dass hier Kursgewinne auch noch weiter laufen. Markt und auch das Öl dreht für den Moment. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Handelstag. Denkt an die Quartalszahlen heute Abend. Für alle, die morgen frei haben, habt einen schönen erholsamen Feiertag und verlängertes Wochenende. Ich bin dann am Montag wieder für euch da in alter Frische. Bis dahin, Servus.